Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Unsere Haut ist eine Art Visitenkarte für unser Leben. Sie ist ein Gradmesser unserer Wahrnehmung und Befindlichkeit. Erfahre im folgenden Beitrag, was deine Haut, dein Hautbild über dich und deine Persönlichkeit aussagt. So kannst du dich vielleicht selbst ein Stück weit besser kennenlernen oder besser verstehen und natürlich auch andere. Am Ende des Videos folgen wieder heilsame Affirmationen von Louis Hay, die du natürlich gerne auch in Affirmationen wandeln kannst, wenn das für dich stimmiger ist. Ich wünsche dir viel Freude und heilsame Erkenntnisse. Unsere Haut ist die Membran zwischen unserer Innenwelt und der Außenwelt. Hier treffen alle Reize von außen ein und treten auch wieder aus. Die Haut ist somit eines unserer wichtigsten Sinnesorgane und integrierter Bestandteil des Nervensystems. Sie registriert alles und spiegelt unser Befinden wider. Unsere individuelle Hautbeschaffenheit ist Gradmesser unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Eine helle, fein strukturierte, feinporige, zarte Haut, welche die darunterliegenden Venen durchscheinen lässt, ist häufig ein Zeichen für eine sehr hohe Wahrnehmungsfähigkeit und Feinfühligkeit eines Menschen. Stimmungen und Atmosphäre werden automatisch wahrgenommen. Das bedeutet, diese Menschen sind empathisch und sehr einfühlsam. Abgrenzung fällt ihnen eher schwer. Auch wenn sie selbst gut gelaunt und fröhlich aus dem Haus gehen, hat die äußere Umgebung schnell Einlass und kann ihre Stimmung zum Kippen bringen. Für diese Menschen ist es wichtig, sich ihrer Wahrnehmungsfähigkeit bewusst zu sein, sich immer wieder auf sich zu besinnen und für Regeneration und Ruhe zu sorgen. Dünnhäutige und somit feinfühlige Menschen tanken in der Natur am besten auf, sowie in einer wohlwollenden, wertschätzenden Atmosphäre und liebevoll gestalteten Umgebung. Ihre hohe Wahrnehmungsfähigkeit und Reizverarbeitungskapazität braucht aber auch Reize von außen, denn dafür ist sie ausgelegt. Menschen mit wahrnehmungsfähiger Haut wollen wahrnehmen. Das heißt, sie lieben Abwechslung und die Beschäftigung mit immer neuen bereichernden Themen und Eindrücken. Monotone, eintönige Reize, zum Beispiel in Form von stark routinierten Arbeitsabläufen, wirken auf Dauer zermürbend auf diese Menschen und entziehen ihnen die Lebenskräfte. Menschen mit sehr heller Haut sind oft auch elektrosensibel, das heißt, sie vertragen Elektrosmog nicht, der vor allem durch hochfrequente elektromagnetische Strahlung, durch Mobilfunktelefone, WLAN, Bluetooth oder Mikrowellenstrahlung verursacht wird. Eine dunklere, festere, grobporige, ledrige Haut lässt nicht so viel durch. Diese Menschen können sich gut abgrenzen und können bei ihrer ureigenen Stimmung bleiben, auch wenn die Welt um sie herum ganz anders taktet. Sie können demnach auch Belastungen von außen wie Lärm oder Elektrosmog viel besser vertragen. Die Haut überzieht quasi alle relevanten Merkmalspunkte und Regionen im Gesicht, die man in der Psychophysiognomik betrachten und deuten kann. Ihre lokale Beschaffenheit gibt unmittelbare Informationen bezüglich des darunterliegenden Areals. Glänzt und strahlt sie, wird die Anlage genutzt, die man in dieses Leben mitbekommen hat. Die Begabung ist dann in Resonanz mit dem Außen. Ist die Hautpartie allerdings an der entsprechenden Stelle matt und glanzlos, wird diese Begabung nicht genutzt.
Hautfältchen geben Hinweise auf Arbeit an der Begabung. Bei tieferen Falten kann man von einer größeren Anstrengung sprechen, die der Mensch aufwendet, um diese Anlage, diese Fähigkeit stärker werden zu lassen. Die gesamte Ausstrahlung eines Menschen transportiert sich in der Regel ganz stark über die Haut. Lebt ein Mensch im Einklang mit seinen Begabungen und Ressourcen, strahlt seine Haut auch diese Information ab. Das Gegenüber empfindet ihn dann als strahlend. Durchlichtete, strahlende Haut ist dem Alterungsprozess auch nicht so ausgesetzt. Diese Menschen wirken oft jung und gesund. Demnach lassen sich Leid, instabile Gemütszustände, schlechte Gewohnheiten und Süchte ebenfalls an der Haut ablesen. Sie wirkt dann eher irritiert, grau, matt und leblos. Situationsbezogene Disharmonien lassen sich auch an entsprechenden Hautreaktionen erkennen, wie zum Beispiel Akne, Rötungen, Hautreizungen, können ein Anzeichen dafür sein, dass dieser Mensch momentan bewusst oder unbewusst nicht mit der Außenwelt in Resonanz gehen möchte. Nach dem Motto: Lass mich in Ruhe, schau mich nicht an. In der Pubertät ist das oft der Fall. Auch situative Betroffenheit kann sich über die Haut ausdrücken. Wir werden zum Beispiel rot oder unsere Haut am Kinn kräuselt sich. Die Betrachtung der Haut spielt eine zentrale Rolle. Es geht auch um die Analyse körperlicher Schwachstellen und gesundheitlicher Dispositionen, wie man es auch aus der TCM kennt, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Meine Haut ist also eine Schutzschicht, die genau meinen Lebensraum umschließt, und sie ist ein treues und unbewusstes Abbild meines inneren Zustands. Meine Haut ist die Verlängerung meines Empfindens, meiner inneren Sensibilität. Sie ist auch der Spiegel meines Intimlebens, meine Visitenkarte. Sie analysiert alle Kontaktinformationen. Wenn ich ein sanfter Mensch bin, ist wie gesagt auch meine Haut sanft. Wenn ich sehr empfindlich bin, gilt das auch für meine Haut. Bin ich im Gegenteil mir selbst und anderen gegenüber eher hart, so wird auch meine Haut eher hart und dick sein. Ist meine Haut gereizt, dann fühle ich mich durch etwas oder jemanden in meinem Leben gereizt. Bei großer Unsicherheit bekomme ich feuchte Haut, während eine stark schwitzende Haut negative Emotionen ausscheidet, die ich festhalte, obwohl ich mich von ihnen trennen sollte. Eine Krankheit, die meine Haut betrifft, zeigt mir, dass ich Schwierigkeiten auf der kommunikativen Ebene mit meiner Umwelt habe. Ich fühle einen Verlust in Bezug auf meine Integrität. Der Zustand meiner Haut zeigt mir auch meine Beziehungen zum anderen Geschlecht. Meine Individualität ist in Frage gestellt. Meine Intimität und meine Verletzlichkeit können bedroht sein. Frage dich, wo befinden sich meine Grenzen? Wo sind meine Unverträglichkeitszonen? Meine Haut reagiert, wenn ich das Bedürfnis habe, berührt zu werden und in diesem Bereich aber einen Mangel spüre. Deswegen könnte ich im Augenblick einer Trennung ein Hautproblem entwickeln. Meine Haut ist im Stress, sie ist bedürftig und wird rot und wütend, da sie nicht versteht, warum sie keine Zuwendung oder Zärtlichkeit bekommt. Ich erfahre vielleicht eine immense Kälte und habe Schwierigkeiten, mich an mein neues Leben, meine neue Situation ohne Partner zu gewöhnen. Der Zustand meiner Haut spiegelt also die Qualität meiner Beziehungen zur Außenwelt wider.
Ein extrem weit verbreitetes Hautthema ist Akne, ob bei Jugendlichen oder auch bei Erwachsenen. Ein paar kurze Worte noch hierfür. Akne im Gesicht steht im Zusammenhang mit der Individualität, dem Kopf, mit meiner inneren Harmonie und den äußeren Ereignissen. Das Gesicht ist der Teil von mir, der den anderen zuerst begegnet, der mir Akzeptanz oder Ablehnung verschafft. Akne kann dann auftreten, wenn ich in einem emotionalen oder geistigen Konflikt mit meiner eigenen Wirklichkeit stehe. Dieser Konflikt steht im Zusammenhang mit meinem Selbstausdruck und meiner inneren Wesensart. Akne ist also ein sichtbares Zeichen von Gereiztheit, Groll, Ablehnung, Angst, Scham oder Unsicherheit mir selbst oder anderen gegenüber und zeigt, dass ich mich selbst nicht akzeptiere. Ich finde mich vielleicht sogar hässlich und manchmal sogar abstoßend. Alle diese Emotionen sind in mir in Wallung. Meine innere Revolution manifestiert sich in einer Revolution der Eiterbläschen. Dieser Ausdruck meiner Emotionen hat gänzlich mit der Bestätigung meiner Identität, mit Liebe und mit der bedingungslosen Akzeptanz meiner selbst zu tun. Akne äußert häufig auch eine sehr unbequeme Situation in Bezug auf mein Selbstbild. Möglicherweise habe ich sogar Angst vor dem, was andere über mich denken und wie sie mich beurteilen. Ich habe also Angst, mein Gesicht zu verlieren. Der Auslöser für Akne ist auch oft eine unbewusste Angst vor dem, mich zu zeigen, wer ich wirklich bin und dies nach außen darzustellen. Ich ziehe mich deswegen vielleicht häufiger zurück und will meinen Frieden haben und von den anderen, die ich unbewusst auf Distanz halte, nicht gestört werden. Ich ziehe mich in mich selbst zurück und möchte so bleiben. Ich vergleiche mich vielleicht zu viel mit anderen und finde jede Menge Fehler bei mir. Ich fühle mich in meinem Lebensraum eingeschränkt und lehne mich ab. Ich fühle mich von meinen Eltern, vielleicht immer noch, egal wie alt ich bin, auf übertriebene Weise kontrolliert. Meine Eltern haben immer noch Einfluss auf mich. Es gibt hier vielleicht noch viele unbewusste Muster, die wirksam sind. Akne bedeutet also auch die Suche nach meinem Lebensraum und dem Respekt der anderen in Zusammenhang damit. Indem ich die Veränderungen in mir, in meinem Herzen akzeptiere, kann ich auf gesunde und natürliche Art für meine Grundbedürfnisse offen bleiben. Ich muss meinen Platz mit dem Herzen einnehmen und den anderen nötigenfalls sagen, welches mein Lebensraum ist und welchen Platz sie in Bezug darauf einnehmen können. Ich akzeptiere mich und liebe mich so, wie ich bin, und höre auf, anderen um jeden Preis gefallen zu wollen. Ich akzeptiere, dass ich auf die anderen zugehen muss und lasse es zu, dass sich auch die anderen mir nähern, in aller Sicherheit. Ich fühle mich sicher, ich selbst zu sein. Wieder wunderschöne Affirmationen von Louise Hay, die uns in diesen Bereich dieses Themas mit der Haut oder unserer Persönlichkeitsanteile wunderbar unterstützen kann. Schreibe bitte wie immer gerne hier in den Kommentaren, ob du in einer oder anderer Art und Weise mit diesen Informationen in Resonanz gehen konntest oder welche Erkenntnisse du möglicherweise während des Hörens bei dir bemerkt hast. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen. Drück auch unbedingt die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und teile dieses Video auch sehr gerne mit Menschen,
von denen du denkst, dass ihnen diese Botschaften oder diese Informationen weiterhelfen könnten. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Karin.